Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Oh, ich wollte eigentlich nicht duschen. TFT. Eine weitere Folge und wir haben letztes Mal ziemlich... Warte, wir waren Dritter? Ich glaube, wir waren Dritter. Die Assassinen haben uns ziemlich auseinandergenommen und dann... Also wir waren wieder Elemental. Und naja, die anderen hatten mehr Level 3er. Jetzt werden wir versuchen, Zauberermeister. Also, oder vielleicht auch Yordle. Mal schauen. Das ist so, wieso? Also das, also, nö. Ja, mei, ja, vielleicht. So, machen wir den noch. Vielleicht werden wir Yordle versuchen. Weil Yordle ist auch ziemlich cool. 20% Chance auf Verfehlen. Und Zauberermeister ist natürlich immer cool. Vor allen Dingen, da kann man Aurelion Sol auch richtig hoch pushen. Da macht seine Ulti auch unglaublich viel Schaden. So. Das ist auch ein cooles Item, vor allen Dingen, weil es, wenn es den hinteren, also den ADC dann in die Luft hebt und der quasi erst zu spät reinkommt. So, ja, genau. Dann schauen wir mal. Was wir jetzt machen, Yordle ist natürlich immer super. Yordle die Dordle. Einmal Yordle und einmal Revolver. Für später, also das passt jetzt für die Creep-Runde. Aber für später müssen wir natürlich einen Tank rein. Wieso pingen die ganze Zeit hier? Das ist, ich kapiere es nicht. Aber mal. Aufmerksamkeit. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Dann bekommst du das da. Nee. Bluttester ist super und Schutzengel ist auch gut, aber Bluttester ist natürlich besser. Und der da ist auch super. Für wen kommst du rein? Hier, der da. Dann holen wir uns nochmal einen weiteren. Und du bekommst Geschwindigkeit. Ja. Das ist auch gut. So. Das ist auch die Animation war hier, aber er ist am Anfang gesprungen. Und naja. Hokepusch runtergeschlagen. Das ist auch ziemlich heftig. So, aber das verliere ich. Ein bisschen unlucky, aber ja, passiert. Am Anfang macht das ja wirklich noch überhaupt nichts. So, Zauberermeister hier. So, damit ihr wieder doppelten Schaden bekommen. Oder beziehungsweise eine Chance auf zwei Angriffe. Und hier ist genau Zauberermeister. Und da brauchen wir noch einen dritten, am besten auch einen Yordle. Yordle. Das ist Vega. Ooh.
Das gewinnen wir. Schade. Wahrscheinlich ja verlieren wir nächstes Mal und gewinnen und so weiter. Das ist ein bisschen blöd dann. Aber das passiert. So, Revolver Levels. Das ist gut. Elementarmagier ist auch gut. Oder wir sparen jetzt. Eiswesen ist halt ja auch immer super. Nee, wir sparen. Die Frage ist natürlich auch, wann wir wirklich Rebels bekommen. Sag ich doch, jetzt verlieren wir wieder. 20% der Chance auf Verfehlen ist halt auch nicht schlecht. Okay, jetzt sind wir Zweiter. Das ist ganz gut. Jordel, da. Da ist er. Da ist er, da ist er. Danke. Zauberer. Und dann, also wir können Kasadin und ihn quasi rein, dann haben wir einmal Jordel und Zauberermeister. Und Revolver, also den Grace müssen wir dann raus. Aber das ist, glaube ich, nicht schlimm. Der ist zwar schon Level 2, aber ja. Das denke ich wirklich nicht schlimm. Wir haben zweimal Lissandra. Alles klar. Okay. Ja, so gut sieht's nicht aus. So sieht's besser aus. Gut. Mal schauen, wie oft er verfehlt. Weil der hat jetzt dreimal Gunslayer, also Revolverheld. Revolver-Typi. Ja, aber das reicht trotzdem noch nicht. Das reicht immer noch nicht. Ja, vielleicht verlieren wir nächstes Mal auch. Dann bekommen wir wieder einen Bonus. Der Hecarim. Hecar. Mordekaiser heißt er. Dude. Der Morde passt halt auch nicht wirklich da rein. Das ist das Problem. Aber. Er ist ein Tank. Revolverheld. Oder vielleicht gewinnen wir jetzt wieder, weil ich den Kasadin hochgelevelt habe. Aber der hat ein gutes Item. Ich brauche den Vega auf Level 2, damit er One-Shots auf die Level 1er macht. Okay, wir haben verloren, das ist ganz gut. Dann haben wir hier jetzt Niederlagensträhne. Dann nochmal ein K6. So. Nee, wir sparen. Ritter und Phantom.
Wir können hier den Ritter dann später auch noch reintun, aber das bringt nicht sehr viel. Das war schon mal gut. Okay, dreimal verfehlt. Viermal. Fünfmal. Na ja, cool, jetzt trifft er. Aber er gibt mir keine Items. Böse. Bisschen ärgerlich. Level 3 Lissandra. Level 2. Ah, Mann, ich sag immer Level 3 mal, weil man 3 ja, Typen braucht, um den halt zum Level 3er zu machen. Oh Mann. Macht das Sinn? Irgendwie ja nicht. Irgendwie ja nicht. Hat er ja schon Level hochgestiegen. Der hat schon Shyvana. Mhm. Okay. Das war ziemlich ein gutes Ulti von ihm. Okay, den gewinnen wir jetzt. Aber der ist auch unter mir, also. Ja. Das ist nicht so was Besonderes. Okay, zweimal Jordel noch. Zeit zum Angriff. Sind die ganzen Jordels. Oh, ich bin doch ein Idiot. Hier ist Morde und ich habe einen Morde verkauft. Oh Mann. So ein Stupido. Grace können wir eigentlich verkaufen. Morde halt wieder einkaufen, ne? Gut, wenn Brand da ist, dann mache ich wieder Elemental, bis ich Jordel voll habe. Da ist halt nur 3 und dann plötzlich, also da gibt es keinen 4er oder 5er. Okay, schon mal gut. Warte, Lissandra. Idee. Komm. Der passt gar nicht rein. So. Der geht ja voll auf ganz leer, ja. Alter, wie viel. Wow. Okay, das macht wirklich Schaden. Das ist krass. Aber ich gewinne trotzdem. Ah, die haben wir sehr schnell angegriffen. Also super. Cool. Okay, ich brauche einen Jordel. Jordel. Da ist ein Jordel. Da ist aber Brand. Ich brauche Brand. Ich nehme mehr Brand. Brand. Yeah. Dann habe ich Elemental. Super. Und ich glaube, ich schaffe es, Elemental zu bekommen und Jordel zu behalten. Müsste eigentlich passen.
Niemand hatte. Echt? Ich dachte, derjenige nimmt dann. Ah, okay, der ist halt dann auf das Item gegangen. Gut, also. Den nehmen wir raus. Okay, das ist jetzt Elemental, aber wir haben keinen Tank. Jordel 4. Da könnte ich den da noch raus tun nächstes Mal. Alter, der hat. Der hat sehr gute Economy. Oh, der ist auf Losing Stream gegangen, glaube ich. Ja, die Aufstellung ist noch nicht so gut. Die ist nicht so gut. Jetzt ist sie besser. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich nehme den wie heißt der? Vega. Ah, Gott. Entschuldigung. Den Vega raus. Weil Level 1 macht er noch nicht so viel Schaden. Und dann, naja. Kimmt der einfach so hier rein, ne? Das war natürlich super. Ja, dann macht er One-Shots gegen. Ich hoffe, er macht einen One-Shot gegen ihn. Warte. Bah. 1000. Ja, er hätte ja One-Shot gegen ihn machen müssen. Okay, aber das passt schon. Das passt schon. Okay, er ist letzter. Mal schauen, was. Warte, was hat der erste? Uiuiui. Okay. Ah ja. Zauberermeister kommt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich die überlebe, weil die sehr, sehr schnell angreifen. Aber ich habe ja die Orte, also vielleicht. Vielleicht reicht es ja. Ich brauche noch Poppy. Ich brauche ganz dringend Poppy. Okay, das war easy. Poppy wäre sehr gut. Nochmal Brand, nochmal den. Vega. Poppy. Yes. Gut. Und er ist auch super. Dann verkaufe ich mal die beiden. Super. Ja, komm. Der bekommt jetzt noch mehr Damage. Damage. Oh Gott. OMG. Ah, Vega, bitte, bitte, One-Shot. One-Shot ihn. Nein, er hat natürlich ihn nicht one-geschottet. Oh, shit. Ja, wenigstens nur ein Schaden. Das ist natürlich auch ein guter Zauberer. Ich lasse es aber mal so.
So. Da kann der Vega keinen One-Shot machen. Schade. Na gut. Ja, ich muss unbedingt Poppy rausbringen. Ich brauche einen Tank. I need a tank. Oder ich, also ich spare jetzt nochmal, weil ich ja auf 40 bin und ich will jetzt auch nochmal verlieren. Natürlich nicht viel HP, aber ich will den Kampf verlieren. Das wäre natürlich super. Dann bin ich, also, ja okay, 35. 15 HP müsste ich verlieren. Na, nee, das ist zu viel. Das mal. Alter, der hat schon zwei Level 3er. Was soll denn das? Okay, Vega, bitte one hit auf ihn. One shot. Vega. Yeah. Das war der richtige. Aber ich verliere trotzdem. Aber das ist voll in Ordnung. Das war auch ein heftiger. Ja, okay. Ich habe 6 verloren. Das ist in Ordnung. Hauptsache, ich habe verloren, dann bekomme ich hier auch noch mal mehr Money. So, ich bin Dritter. Wen will ich denn? Hier gibt es kein Yordle. Hier gibt es kein Yordle. Dann nehme ich den wegen Zauberermeister. Magic Master. Da muss ich nachher nochmal kurz schauen, was der nochmal hat. Okay. Gut. Das ist gut. Genau, hier Zauberermeister und Zauberermeister. Ich muss aber erstmal einen kleinen Tank reinbringen. Ich habe 5. Ich habe 5 Yordles. Ich brauche nur noch einen. Ich brauche noch einen Yordle und dann... Ja, der hat, ja, das verlieren wir auch nochmal. Aber nicht so heftig, wie ich dachte. Ja, oder vielleicht schon. Ja, vielleicht auch nicht. Gut. Also, Vega auf Level 3 zu bekommen, ist halt ultra strong. Weil der kann halt auch... eben Level 2er One-Shotten. Das wäre ultra. Warte. Die hat 700. Der hat 900. Und er ist Zauberermeister. Ich mache das jetzt mal so. Weil 5 Yordles sind... ja, auch nicht stärker als 4. Die haben dann nicht mehr Bonus. Und deswegen glaube ich, das ist jetzt besser. Er hat halt schon 2 Level 3er, ne? Autsch, autsch, autsch. So, ich brauche jetzt
Ich brauche jetzt einen Namen, damit ich alle 6 Yordles habe. Ah, danke. Da ist er ja. Warte, dann mache ich hier. Aber dann brauche ich. Warte, dann verkaufe ich die, dann nehme ich den. Zwei, vier, sechs, sieben. Ah, gut, dann hole ich den nah rein, dann habe ich alle 6. Plus Elemental, also mal schauen, ob das was bringt. Bin mal gespannt. So, Blutdürster. Blutdürster Nummer 2. Okay, 6 Yordles. 50% aus Verfehlen. Dann zeig mal, was ihr habt. Also ich habe halt ja noch viel zu viel Level 1 an. Das ist halt so richtig blöd. Oh. Okay. Yordles sind nicht ganz so OP, wie ich hoffe. Naja, okay. Oh, ich lebe hier noch. Gut. Ein HP. Also Tristana war gut, aber die Tristana ist besser. Oh, naja, wobei. Das da macht halt. Naja. Ich muss halt ja jetzt schauen. Okay, das ist schon mal gut. Elemental und Yordle. Mann, wieso hast du nicht den Trail angegriffen? Ja, das war sowieso ein Bot. Oh je, oh je, oh je. Das werden wir jetzt nicht mehr gewinnen können. Lass uns alle Farben nutzen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die beiden auflösen soll. Die machen halt der beide auch super guten Damage. Aber er macht heftigen Damage. Vor allen Dingen halt Draven, ne? Gut, naja, Yordle. Also ich hatte hier keine guten Yordles. Platz 6 ist halt so, wie geht so früh. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.